In der heutigen News-Folge geht es um zwei Geisterrennen in Großbritannien bestätigt, Bottas oder Alonso zu Renault, Vettel zu Mercedes, Singapur-Rennen wird wohl nicht stattfinden. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu den News. In der Vergangenheit wurde schon mal darüber spekuliert, ob zwei Rennen unter Ausschluss von Zuschauern gefahren wird und am Freitag gab es vom Chef des Silverstone Circus Stuart Pringle die offizielle Bestätigung dazu. Dennoch hat die Regierung bei den Rennen das letzte Wort. Die Priorität der Streckenbetreiber liegt an der Sicherheit der Beteiligten und der strengen Einhaltung der Covid-19-Regeln. Wann die beiden Rennen stattfinden, ist derzeit noch unbekannt. Die Saison soll am 5. Juli mit dem Österreich Grand Prix stattfinden und eine Woche später soll es dort einen zweiten Grand Prix geben. Der Rennkalender könnte so aussehen, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Von daher ist es wahrscheinlich, dass die beiden Großbritannien Grand Prix am 26. Juli und 2. August stattfinden könnten. Damit würde es am 19. Juli keinen Grand Prix geben. Problematisch könnten die vor kurzem angekündigten Quarantäneregeln in Großbritannien werden, da diese ab Juli möglicherweise gelten. Die Personen, die nach Großbritannien einreisen, müssen dann erst in eine 14-tägige Quarantäne und da würde ein freies Rennwochenende nach dem Österreich Grand Prix nicht ausreichen. In finanzieller Hinsicht scheint es geklärt zu sein. Dort gab es bisher zwischen den Streckenbetreibern und der Formel 1 Unstimmigkeiten, weil sie die gewohnte Renngebühr nicht zahlen wollten. Denn wo keine Zuschauer, da auch keine Einnahmen. Auch andere Rennstrecken sind der Meinung wie die Briten, denn ein Geisterrenn-Grand Prix darf kein Geld kosten. Was jetzt noch fehlt, ist eine offizielle Bestätigung der Rennserie, denn es wird immer noch am angepassten Kalender gearbeitet. Verschiedene Medien berichten, dass Fernando Alonso kurz davor steht, 2021 in die Formel 1 zurückzukehren. Er wird neben Ocon im Renault fahren. Die Franzosen haben angeblich auch eine Vereinbarung mit Liberty Media getroffen, um einen Teil des Gehaltes von Alonso zu zahlen. Doch einem ganz wilden Gerücht soll es zwischen Toto Wolff und Renault eine Vereinbarung geben, bei der Valtteri Bottas neben Esteban Ocon im Renault fahren soll. Das wiederum bedeutet, Vettel könnte 2021 neben Hamilton im Mercedes fahren. Die Singapur-Veranstalter sagten gegenüber The Straight Times, dass ein Geisterrennen nicht machbar sei. Eine Entscheidung über die Absage des Rennens wurde noch nicht getroffen, denn sie wollen unterschiedliche Möglichkeiten prüfen. Wegen dem Nachtrennen müssen unter anderem Stände und Beleuchtung aufgebaut werden, die 3 Monate dauern werden und spätestens Ende Juni beginnen müssen. Im Kalender, den ich eben gezeigt habe, kommt Singapur genauso wie Kanada und die Niederlande gar nicht vor. Denn dieser hätte am 20. September stattfinden müssen, doch da soll der Grand Prix in Baku stattfinden. Es gibt auch die Möglichkeit, den Grand Prix um bis zu 3 Wochen zu verschieben und als Ersatz für Russland, Japan oder China auszutragen, falls sie dort nicht fahren können. Dieses ist aber eher unwahrscheinlich. Kommen wir zu Mikes Meinung. Man sieht, dass der Kalender für 2020 langsam Form annimmt und Geisterrennen wird es wohl viele geben. Da kann man nichts dagegen unternehmen. Singapur wird wohl meiner Meinung nach nicht stattfinden, denn derzeit gibt es dort mit 27.000 Corona-Fällen die höchste Ansteckungsrate in Asien und das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Alonso wieder in die Formel 1 zurückkehren würde, wäre das für Renault eigentlich ganz gut, da er jahrelange Erfahrung hat. Aber beim Gerücht mit Bottas und Renault war ich doch sehr überrascht, denn das hatte wirklich keiner von uns auf dem Schirm. Mal sehen, wie sich die Franzosen entscheiden, aber mein Verstand sagt mir, dass sie sich für Fernando entscheiden werden. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Yannick MCL35. Er schreibt: So geil, Sainz Ferrari, Ricardo McLaren, hoffentlich noch Vettel zu Mercedes und Bottas hört dann auf. Was auch noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen wäre, Alonso zu Renault, aber ich glaube, das tut er sich nicht an. Lieber Hülkenberg wäre realer. Ich glaube nicht, mein lieber Yannick, denn wie du eben erfahren hast, steht Alonso wohl kurz vor der Vertragsunterschrift bei Renault. Vettel und Mercedes ist nicht unwahrscheinlich, denn da kommt es auf die beiden Fahrer und ihre auslaufenden Verträge an. Wer wird eurer Meinung nach eher bei Mercedes gehen? Bottas oder Hamilton? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.